So Leute, Türchen Nummer 12 bei dem Kalender, der optisch leider nicht mehr besser wird. Da kann ich nichts mehr retten. Der sieht ein bisschen aus wie vom LKW gefallen, vom Bus überfahren oder was auch immer. Türchen Nummer 12, da ist es. Hier am Rand. Ich muss ein bisschen schieben hier. Cola beiseite. Da ist es. Aber ich bin mal gespannt, was wir da heute haben. Was hatten wir denn gestern überhaupt? Weiß ich mir gar nicht mehr. Türchen Nummer 11. Wo haben wir es denn? Hier. Ach, stimmt, da hatten wir den Gunki drin. Ja, genau. Da habe ich in den Kommentaren gelesen. Da wollte ich nochmal zu sagen, ich fand den nicht schlecht. Also, das ist auf jeden Fall bestimmt ein super Köder. Ich finde nur, dass er halt von allem, was der Kanal Gratis-Kalender uns auch im letzten Jahr gegeben hat, finde ich so von der Marke einfach hier nicht reinpasst. Das wollte ich eigentlich nur nochmal sagen. Klar, das ist bestimmt ein toller Köder. Den kann man super fischen. Der sieht schön aus. Also, auf jeden Fall ein schönes Ding. Aber für mich passt der einfach hier irgendwie nicht so richtig rein. Mal gucken. Also, Türchen jetzt Nummer 12. Na, sage mal. Eieiei, da liegt schon wieder was falsch, glaube ich. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwo anders hingehören. Ich weiß nicht wo, aber. Warte mal, hier oben vielleicht? Ja, das glaube ich, könnte da oben hingehören. Den Kalender müssen wir auf jeden Fall mit Sie ansprechen hier. Und da haben wir die nächste Packung, die aussieht, als wäre sie voll mit Gummis. Nicht nur außenrum, auch innen. So. Haben wir auch wie im letzten Jahr, steht nichts drauf. Haben wir im letzten Jahr ab und zu mal mit beigehabt. Viele, die beschriftet waren, aber nicht alle. Nochmal gucken, ob wir das Rätsel hier zusammen lösen können. Also das ist ja schon wieder wild hier. Jetzt wäre ich aber ein bisschen wild hier. So, haben wir hier auf jeden Fall einen schönen Craw drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wieder an der Zahl in zwei verschiedenen Größen. Höchstwahrscheinlich das gleiche Modell, aber unterschiedliche Farben. Der ist unten so ein bisschen braun, der ist unten eher rot und der ist oben dunkelbraun bis schwarz und der oben so rotbraun. Hupala, Kamera geht schon langsam aus. Der ist auch ein bisschen warm hier drin. Die mag so lange 4K-Aufzeichnung immer nicht. Die sind jetzt beide nicht so richtig UV-aktiv. Nö. Aber trotzdem geil. Also zwei richtig volle Größen hier mit bei. Also jeweils 8 Stück. Da kann man auf jeden Fall ordentlich angeln. Finde ich ganz geil. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich weiß nicht, wie lang sie sind. Aber sie sind auf jeden Fall mit drin. Und gefallen mir ganz gut. Okay, riechen tut jetzt nicht so geil. Und ganz schön massive Scheren hier. Also was für die schwedischen Barsche hier unter euch. Also Barschangler unter euch. So wäre es eigentlich richtig. Ja, also, dann auch ein cooles Türchen. Bin gespannt, wann die Jigköpfe dazu kommen. Oder irgendwas zum Finessangeln, vielleicht müssen wir mal gucken. Dann sehen wir uns später. Macht's gut, bis dann. Bye, Lami.